Was wir auch aus dem Hadith entnehmen, ist ein sehr interessanter Punkt. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Jungen oder das Mädchen in seinen Schoß nahm und das Leiden des Kindes gesehen hat, also hier steht in dem Hadith, wa nafsuhu taqa'a, das heißt, dass er Atemprobleme hatte, dann haben seine Augen haben getränt. Und daraufhin sagte der Sahabi hier, Sa'd, er sagte, was ist das? Was ist das, o Gesandter Allahs? Und in einem anderen Überlieferungsbericht, der jetzt hier nicht erwähnt wird in der Nawawi, er sagte, tabki wa tanhana anil buka. Tabki wa tanhana anil buka. Das ist ein sehr interessanter Punkt. Er sagte, du weinst, also du tränst und weinst und du verbietest uns zu weinen. Was interessant an diesem Punkt ist, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihnen niemals verboten zu weinen. Er hat ihnen das nie verboten. Aber warum sagt Sa'd, wa tanhana anil buka? Weil er das aus irgendwelchen Aussagen des Propheten verstanden hat. Das heißt, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, er verbietet euch, Missgunst, Empörung auszudrücken beim Schicksal, wenn man von Schicksalsschlägen betroffen ist, möglicherweise versteht jemand darunter, okay, das Weinen ist eine Form der Ungeduld. Das Weinen ist eine Form von Entrüstung und Empörung. Und dann denkt er sich und sagt er, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat verboten zu weinen. Und das habe ich vor einiger Zeit erwähnt aus einem ganz anderen wichtigen Grund. Nicht alles, was die Leute sagen, wenn bestimmte, beispielsweise der Ahlul Ilm oder der Fuqaha sagen, die Auffassung von so und so ist dies und jenes. Die Auffassung von Ahmed ist so und so. Ahmed sagt diesbezüglich so und so. Das müssen nicht alles Aussagen sein, die Ahmed wirklich explizit so gesagt hat, sondern teilweise, es bezieht sich nicht nur auf Ahmed, auf alle. Teilweise sind es Dinge, die man so verstanden hat. Man meint, er würde so und so sagen und dann sagt man das auf diese Art und Weise weiter. Versteht ihr? Das ist enorm wichtig zu begreifen. Das ist enorm wichtig, einfach wenn man liest in den Büchern und die Auffassungen der Leute und wenn man liest, dass andere Leute über die Auffassung von so und so sprechen, sollte man immer im Kopf haben, möglicherweise ist das, was er ihm zuschreibt, etwas, was er verstanden hat, was die Auffassung von so und so anbelangt. Na, oje. Daraufhin erklärt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass dieses Weinen keine Form der Entrüstung ist oder Empörung, sondern dass das Barmherzigkeit ist, Rahma, Barmherzigkeit, die Allah Ta'ala in die Herzen seiner Diener sät. Und er schließt den Hadith ab mit der Aussage, innama yarhamullah min ibadihi ar-ruhama. Von seinen Dienern erbarmt Allah nur die Barmherzigen. Von seinen Dienern erbarmt Allah Ta'ala nur die Barmherzigen. Tayyib.